Willkommen zu einem neuen BAFMO-Video. Unser heutiges Thema wird noch einmal die Geschichte der britischen Automarken wie Rover, MG, Mini und Land Rover behandeln. Wie es dazu kommen konnte, dass dieser Ring von britischen Automarken seitens BMW zerschlagen und verkauft wurde, erfahrt ihr in diesem Video. Also Freunde, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. München 1994. Dieses Jahr war das Jahr, in dem BMW das erste Mal wirklich handeln musste. Die Volkswagen AG war drei Jahre zuvor auf große Shoppingtour gegangen und hatte sich die Rechte an Skoda gesichert. Mercedes gab 1991 mit der Studie A ebenfalls einen Ausblick in die Zukunft für die Golfklasse und auch die Japaner mischten den Markt seit Anfang der 90er auf extremste Weise auf. Das Kompaktwagensegment wurde immer wichtiger, denn die Zeit der teuren Mittelklasse-Limousinen neigte sich langsam aber sicher dem Ende. BMW hatte dem jedoch nichts entgegenzuwirken. Um aber in der Golfklasse schon mal eine sportliche und günstige Alternative bieten zu können, entwickelte BMW den E36 Compact. Ein Einstiegs-BMW, der aus Komponenten des E30 und E36 entwickelt wurde, um Kosten bei der Entwicklung zu sparen. Damit wollte man gewährleisten, dass der Basispreis des Compact so gering wie nur möglich ausfällt. Dass der E36 Compact aber nicht die Lösung der Probleme war, wusste BMW von Anfang an und hielt die Augen offen, um sich, genau wie Volkswagen, eine Automarke einzuverleiben. BMW brauchte einfach eine Marke, über die man in Zukunft frontangetriebene Fahrzeuge verkaufen konnte. Diese waren günstiger in der Entwicklung und Herstellung und warfen sehr gute Gewinne ab. Also machten sich die Münchner auf die Suche. Nach kurzer Zeit wurde BMW hellhörig, denn der britische Autobauer Rover stand zum Verkauf. Rover gehörte damals British Aerospace und war zu der Zeit ein profitabler Autobauer. Eine clevere Kooperation mit Honda sicherte den Briten sehr gute Gewinne und einen sehr guten Ruf. Denn die Technik, Motoren und später auch die gesamte Basis kamen von Honda. Schon damals galt Rover als sportlich noble Marke und konnte aufgrund dieses Standings höhere Preise für die Fahrzeuge verlangen. Die Kooperation mit Honda war das Beste, was Rover je widerfahren war. Es war eine Art Win-Win-Situation, die so profitabel war, dass Honda 25% der Rover-Anteile erwarb und Rover im Gegenzug auch 10% Anteile von Honda. Als British Aerospace Rover an Honda verkaufen wollte, war Honda nicht bereit, mehr als 49% von Rover zu erwerben. BMW witterte die Chance und klinkte sich ab diesem Punkt ein und schnappte sich Rover. Und zwar für 800 Millionen Pfund. Aber direkt nach dem Kauf von Rover machte BMW einen folgeschweren Fehler. Die Münchner machten es Honda fast unmöglich, die Kooperation mit Rover aufrechtzuerhalten. BMW stellte unattraktive Bedingungen auf, weswegen Honda die Zusammenarbeit mit Rover beendete und die 25% Anteile an BMW verkaufte. Was BMW jedoch nicht bedacht hatte, war, dass Rover nur so profitabel war, weil Honda im Hintergrund die Technik, Motoren und die Basis sehr günstig zur Verfügung gestellt hatte. All dies fiel weg und Rover musste von nun an sogar Lizenzgebühren an Honda für die noch laufenden Kooperationsmodelle zahlen. Rover konnte trotz der neuen Situation noch immer ausreichend viele Modelle verkaufen, da sie durch die Honda-Technik als sehr sportliche und zuverlässige Fahrzeuge etabliert waren. 1997 kamen die Briten erstmals in die Bredouille. BMW hatte nämlich kurz nach der Übernahme die Neuentwicklung des Rover 75, 55 und des New Minis angeordnet. Die Entwicklung dieser Fahrzeuge verschlang Unmengen an Geld. Der Wechselkurs wurde zudem auch immer schlechter, was die Exporte nach Deutschland unrentabel machte. Anstatt eine vernünftige Lösung zu suchen, erhöhte man die Preise der Rover-Fahrzeuge, um den Verlusten entgegenzuwirken. Jedoch durften die Rover-Fahrzeuge den BMW-Modellen keine Konkurrenz machen. Deswegen richtete BMW Rover vollkommen neu aus. Der sportliche Charakter der Fahrzeuge wurde gestrichen und der Fokus wurde auf Luxus und Komfort ausgelegt. Damit drang man auch ungewollt ins Kerngeschäft von Mercedes-Benz vor. Ein fataler Fehler, denn durch die Preiserhöhung der Rover-Modelle bot man den Kunden keinen Vorteil gegenüber der Konkurrenz aus Stuttgart.
Den Anfang vom Ende führten die Münchner aber herbei, indem sie in ganz Großbritannien etliche Verträge von etablierten Rover-Händlern kündigten, die zuvor teilweise ganze Regionen belieferten. Somit hatten viele Regionen einfach keine Händlerabdeckung mehr, was die Lage für Rover zusätzlich verschlimmerte. Aber damit nicht genug. BMW stellte Rover-Fahrzeuge von nun an auch in BMW-Autohäusern aus. Händler, die sich weigerten, Rover-Modelle abzunehmen, wurden vertraglich dazu gezwungen. Ziel war es aber nicht, Rover-Fahrzeuge zu verkaufen, sondern potenzielle Rover-Kunden auf BMW-Fahrzeuge hochzuberaten. BMW nahm Rover nach und nach die Chance, sich zu erholen und die Ab- und Umsätze wieder zu erhöhen. Die Chefetage von BMW machte zu dieser Zeit alles falsch, was man nur falsch machen konnte. Anstatt die Produktion der Rover-Fahrzeuge runterzufahren, produzierte man auf Geheiß von BMW etliche weitere Rover-Fahrzeuge, welche die Verluste noch weiter in die Höhe trieben. Durch die ganzen Preiserhöhungen, die schlechte Händlerabdeckung und die Umleitung der Rover-Kunden zu BMW-Modellen verkauften sich die Rover-Fahrzeuge zunehmend schlechter. Noch bevor die wirklichen Neuentwicklungen auf den Markt kommen konnten, hatte BMW Rover dem Untergang geweiht. Nebenbei verschlang auch die Entwicklung des Range Rover L322 Unmengen an Geld. Bei einer Markteinführung wäre der Range Rover so teuer gewesen, dass die geplanten Absätze weggefallen wären. Deswegen baten die Münchner die britische Regierung bezüglich des Wechselkurses um Hilfe. BMW wollte wohl spezielle Deals mit der Regierung abschließen, aber die Regierung ließ die Münchner einfach abblitzen. Das sorgte beim BMW-Vorstand für Aufruhr und verschlimmerte die Haltung des Vorstandes gegenüber Rover. Hinzu kam, dass sich die Markteinführung des New Minis durch Streitereien zwischen Rover und BMW immer mehr nach hinten verschob. Der New Mini sollte den Rover 100 ersetzen und das Kleinwagensegment revolutionieren. Die Planung geriet aber völlig ins Wanken und das New Mini-Projekt stand kurz davor zu scheitern. Als der Rover 100 aber nach katastrophalen Crashtest-Ergebnissen für Aufsehen sorgte, nahm BMW das Fahrzeug vom Markt und war dazu gezwungen, am New Mini-Projekt festzuhalten. Das kostete natürlich für eine lange Zeit viel Geld. Also fuhr BMW die Qualität der Rover-Modelle runter. Noch einmal zum Mitschreiben, die Fahrzeuge wurden immer teurer, aber die Qualität ließ immer weiter nach, weil BMW die Verluste ausgleichen wollte. Dass das keine gute Idee war, hätte jeder Grundschüler gewusst, doch die Münchner hielten an dieser Strategie fest. So ging das Ganze noch über ein Jahr weiter. Mittlerweile waren die neu entwickelten Rover-Fahrzeuge fertig und standen kurz vor dem Marktstart. Die Briten sahen endlich Licht am Ende des Tunnels. Rover war so massiv abgestürzt, dass man geglaubt hatte, dass es mit den neuen Modellen nur wieder bergauf gehen würde. Wie falsch sie damit lagen, sollte sich kurze Zeit später zeigen, denn das Schlimmste sollte noch folgen. Oktober 1998. Auf der Birmingham Motor Show konnte man erstmals einen Blick auf den komplett neu und eigenentwickelten Rover 75 werfen und die Reaktionen auf das neue Rover-Fahrzeug waren ausgesprochen gut. Der Rover 75 kam sehr gut an und bot all das, was man sich vom neuen Rover-Fahrzeug erhofft hatte. Journalisten schwärmten von dem Modell und waren sich sicher, dass es sich sehr gut verkaufen wird. Bis hierhin schien alles nach Plan zu verlaufen. Zur Vorstellung lud der damalige BMW-Vorstandsvorsitzende Bernd Pischitz-Rieder die anwesenden Pressevertreter zu einer Pressekonferenz. Die Pressekonferenz begann und der BMW-Vorstandschef erklärte den anwesenden Journalisten, dass die Zukunft der Marke Rover unsicher sei. Schuld daran sei die britische Regierung, die keinerlei Hilfestellung anbieten wolle. Zudem sei auch die bevorstehende Euro-Einführung ein großes Problem, da sich die britische Regierung gegen die Einführung des Euros entschieden hatte. Aber damit nicht genug, der BMW-Vorstandschef stellte auch noch die Zukunft des Rover-Werks in Longbridge in Frage, was als eine indirekte Androhung von Massenentlassungen verstanden werden sollte. Die anwesenden Rover-Mitarbeiter konnten ihren Ohren nicht trauen und waren komplett schockiert über die Aussagen von Pischitz-Rieder. Die Pressekonferenz wurde für Rover zu einem absoluten Debakel. Mit den Aussagen auf der Pressekonferenz hatte Pischitz-Rieder Rover endgültig dem Untergang geweiht, denn der Fokus der Öffentlichkeit lag nicht mehr auf den sehr gut angenommenen Rover 75, sondern darauf, wann BMW wohl das Rover-Werk in Longbridge schließen würde. PR-technisch war das der absolute Super-GAU. Immer mehr Kunden verloren das Vertrauen in die Marke Rover, wodurch die Verkaufszahlen noch weiter sanken.
Januar 1999 startete der Verkauf der Rover 75 Modelle mit der Hoffnung, dass Rover doch noch die Kurve kriegt. Aber der Schaden war bereits angerichtet. Pischetsrieder wurde aufgrund der Ereignisse wenig später als Vorstandsvorsitzender von Joachim Mielberg abgelöst. Man erhoffte sich dadurch, dass sich die Lage rund um Rover und die Schließungsgerüchte beruhigt, aber dem war leider nicht so. Zu diesem Zeitpunkt wusste die Öffentlichkeit, dass Rover parallel noch den Range Rover, den New Mini, den Rover 55 und den Rover 75 Tourer entwickelte. Die weiterhin stark zurückgehenden Verkaufszahlen und die damit eingefahrenen Verluste, gepaart mit den noch laufenden Entwicklungskosten für die geplanten Modelle, sprachen eine eindeutige Sprache. Im Jahre 2000 entschied die BMW-Führung dann, Rover komplett zu zerschlagen und so viel Geld wie möglich aus dieser Zerschlagung einzunehmen. Es folgten erste Verkaufsgespräche mit Alchemy Partners, die jedoch nur kurze Zeit später scheitern sollten, da BMW beim Verkauf unattraktive Forderungen machte. BMW war darauf erpicht, sich die Filetstücke rauszupicken und den unrentablen Rest zu zerschlagen und zu verkaufen. Das war auch der Grund, warum kein anderer Autokonzern einschritt und sich für Rover interessierte. Allen war klar, dass der Untergang von Rover mit diesen Bedingungen einfach vorprogrammiert war. Wie durch ein Wunder trat die Phoenix Venture Group unter dem Ex-Rover-Chef John Towers als Kaufinteressent hervor. Towers hatte den Willen, Rover noch zu retten und begann mit BMW zu verhandeln. BMW blieb, wie auch bei Alchemy Partners, strikt bei den Forderungen und letztendlich akzeptierte die Phoenix Venture Group die zerstörerischen Verkaufsbedingungen und kaufte Rover für 10 Pfund. Aber was waren die Bedingungen? Hier einmal ein Überblick. Erstens, BMW behielt die Marke Mini und das Werk in Oxford. Zweitens, BMW behielt die Marke Land Rover samt Werk und Entwicklungsabteilung. Drittens, BMW zwang Rover dazu, ihr eigenes Motorenwerk für 100 Millionen Euro zurückzukaufen. Viertens, BMW behielt die Rover-Teilefabrik und sorgte dafür, dass Rover die Teile teuer bei BMW kaufen musste. Fünftens, die Marke MG Rover durfte in einigen Märkten nicht verkauft werden. Sechstens, BMW behielt die Entwicklungen des Rover 45 und 55. Siebtens, BMW behielt einen großen Teil der Namensrechte und bot sie MG Rover nur unter Lizenz an. Achtens, BMW verbot Rover den Verkauf von Allradfahrzeugen. Und neuntens, BMW übertrug die Beschäftigungsgarantie Jobs for Life auf MG Rover, was Entlassungen quasi unmöglich machte, wodurch der neue Inhaber fortwährend hohe Lohnkosten hatte. Die Münchner hatten mit diesen Bedingungen den neuen Inhaber also maximal benachteiligt und sichergestellt, dass selbst wenn es Rover doch noch schaffen sollte, sich aus der Versenkung zu erheben, man immer noch an der Marke mitverdienen kann, ohne dafür direkt verantwortlich zu sein. Der nächste Mega-Deal ließ aber auch nicht lange auf sich warten, denn nur wenig später verkaufte BMW die Marke Land Rover für 1,5 Milliarden Euro an Ford und stellte auch bei diesem Verkauf absolut unattraktive Forderungen, welche Ford aber akzeptiert hatte. Die Marke Mini hat BMW behalten und zur Premium-Lifestyle-Marke herangezüchtet. Rover ging leider, wie zu erwarten, nur 5 Jahre später sang- und klanglos unter. Es folgten verschiedenste Zerschlagungen innerhalb von MG Rover und so wurden sogar einzelne Divisionen verkauft. Zuletzt hatte sich die chinesische Shanghai Automotive Industrial Company, kurz SAIC, die Designrechte an den Rover 25 und 75 Modellen gesichert und bieten die Fahrzeuge heute noch unter dem Namen Röwe und in anderen Ländern unter dem Namen MG zum Verkauf an. Tja, und das war die ganze Rover-Story. Aber jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr von den Geschehnissen? Hat BMW richtig gehandelt? Oder hätte BMW Rover noch eine Chance geben sollen? Schreibt eure Gedanken gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ino von Bavmo.